natürlich jetzt nichts garantieren, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Ja, ich hoffe zumindest Heiligabend. Mal sehen. Okay. Aha. Jo, ich denke schon. Dann sonst noch irgendwelche Wünsche? Okay. Selbstverständlich. Du hast ja lange davon gesprochen. Ich bin mal richtig gespannt. Hm? Ich muss jetzt auflegen. Ich rufe dich nachher nochmal an. Ja, wenn ich zu Hause bin. Okay. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja, ungefähr, ja. Wie kam's? Wir fuhren immer im Bus zusammen, da war sie mir schon aufgefallen. Und dann dachte ich einfach mal, ich frag sie mal und guck, was passiert. Und ja, jetzt bin ich hier. Na also. Ich hab's. Geht doch. Cool, ja. Und ihr kennt Leonie aus der Schule, ja? Ja. Ja, genau, wir stehen zusammen. Ich höre schon mal das Spiel. Ja. Jo, mach das mal. Studierst du auch? Ah nee, ich glaube, du arbeitest, hat Leonie, glaube ich, erzählt. Ja, ich mach Lieferung. Lieferung? Klingt cool. Macht das Spaß, oder? Nein. Oh, warte, ich helfe dir. Dr. Orchidee. Ja, ich glaube, die ist irgendwie neu. Ersetzt Frau Weiß oder so? Orchidee wurde als Teenager von Dr. Schwarz adoptiert und in einem Schweizer Internat untergebracht, bis man sie wegen eines Vergiftungsvorfalls hinauswarf. Okay. Aha. Aber du... Mit den anderen? Das läuft doch ganz gut, oder? Ja, ich schätze schon. Ich meine, ich dachte, ihr hättet euch ganz gut vertragen bis jetzt. Würde ich sagen. Bist du immer noch so nervös? Ja. Ich glaube, wenn du dich einfach ein bisschen entspannst, dann wird das schon. Ich probier's. Sehr gut. Ja. Hey, hi. Na, wie geht's? Gut. Haben die anderen sind schon oben. Okay. Und ich zeichne auch in der Freizeit. Na, Leute. Ah, hi. Alles fit? Alles gut. Hi. Ja, das ist übrigens Stefan. Mhm. Hi. Also du bist Leonies Neuer? Ja. Hab viel von dir gehört. Oh Gott. Gutes. Hauptsächlich. Also, wollen wir? Nein. Erst nach 2 Stunden haben die abgeholt. Ja, das hört sich super an. Ja, ganz toll, echt. Ach nee. Wieso willst du nicht ins Billardzimmer? Oh.
Was gab's denn da im Billardzimmer? Was gab's da im Billardzimmer? Ach komm, er hat wenigstens irgendwas getroffen. Das ist doch egal. Wer hat was getroffen? Nichts, niemand. Also, ihr Ex-Freund, Kevin, hat uns Billard gespielt und er war nicht wirklich gut und dachte, er könnte das ausgleichen, indem er stark spielt. Naja, im Endeffekt durfte ich 3 Wochen lang durch den Mund atmen. Ja, oh. Du hast vollkommen überreagiert in der Situation. Wieso überreagiert? Er hat versucht, mir die Nase zu richten. Du hast ihm mitten ins Gesicht geschlagen. Ja, mehrfach, um das zu rächen. Ja, als ob das was besser macht, wirklich. Er war nicht der Held seiner Ex-Freunde. Hm? Aber auch nicht der Dümmste. Können wir sich aber lassen, dann von meinen Ex-Freunden zu reden? Aber komm, du hast so ein buntes Programm. Kommt selber nicht wahnsinnig gut weg in der Geschichte. Also ich fand früher immer, dass du und Alex eigentlich gut zusammengepasst hätten. Nee, ich bin wirklich nicht ihr Typ. Ja, du wärst auch definitiv einer der Dümmeren gewesen. Aber Leonie, willst du deinen Zug mal machen? Ja, aber was ist mit ihm? Lass es was doch. Was ist mit ihm? Ihr letzter Ex-Freund hat sich nicht gut um sie gekümmert. War nie da, hat sich nie gemeldet. Ist doch egal jetzt. Jetzt bin ich ja da. Ja, nach 3 Monaten. Das erste Mal. Erst jetzt. Recht spät. Ich war vor dir hier. Ich stand im Stau, da war ein Polizeieinsatz. Lass es doch einfach. Ja, sorry. Lass es nicht. Weißt du, zumindest ist er nicht vorbestraft. Halt die Fresse, echt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal eine rauchen, oder? Aber brauchst du nicht, oder? Also... Ich wollte doch gern anfangen. Ja, ach ja, stimmt, ja. Ach Leute... Geht doch jetzt nicht einfach. Bleib doch hier. Ich hab wohl etwas überreagiert. Es ist nur... Leonie hat in der Vergangenheit nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, was ihre Freunde angeht. Weil sie dich nicht gewählt hat. Ja. Naja. Ich wäre nicht gut für sie. Aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Sorry. Und gut. Stefan, der Bier ist leer, oder? Soll ich eins mitbringen, oder? Ja, ich wollte mir gerade noch eins holen. Warte mal. Ich hab noch was. Oh. Bitteschön. Mm. Cool. Ja, vielen Dank. Du kriegst gar nichts. Okay. So, weiter geht's. Mhm. Die Wahrheit ist irgendwo zwischen uns. Wer ist eigentlich das hier? Oh, das ist das Dr. Orchidee, die ist neu. Das ist die Tochter von Dr. Schwarz. Ja, irgendwie sowas. Wer die Rotzahnkarte hat, deckt sie auch. Mit einem anderen Nachnamen als ihr Vater, Dr. Schwarz. Muss ja nichts heißen. Ja, ich meine, mein Vater hat auch einen anderen Nachnamen als ich. Ja, dann, wie hieß der Vater nochmal? Röcher. Was war bei dir? Was ist das? Das stimmt nicht. Das ist komplett okay. Brauchst du das? Ja, aber kurz, ich muss reden. Ich hab davon auch mit eins getrunken. Die sind okay. Okay. Also, ja, aber... Krass. 4. September, ja gut, das geht noch. Ich sehe mal kurz, ja, was los ist. Ja, sehen wir lieber nach. Ja, warten wir kurz, ne? Ja. Stefan, was ist los? Ist wegen Alex, hat er irgendwas gesagt? Ich dachte, ihr habt euch jetzt gut verstanden. Tut mir leid. Was? Tut mir leid. Was tut dir denn leid? Ich muss gehen. Nein, warum musst du denn jetzt lass mich gehen? Einfach! Aber... Keine Ahnung, also irgendwie war das bei den letzten Ex-Freund auch so. Ich weiß nicht, immer wenn wir uns zum Cluedo treffen, achtet das irgendwie komplett aus. Also. Aber wir waren einfach nervös, mein Gott. Ja, weiß es ist also immer ihr Freund. Das Bier riecht an sich nicht komisch, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war das ein merkwürdiger Abend, oder? Seid bitte nicht gemein, ja. Ja, aber wir haben doch heute nichts Schlimmes gemacht, oder doch? Alles gut? Ich weiß noch nicht, irgendwie ist ja ganz komisch gerade. Das war uns gar nicht aufgefallen.
Welcher? Die Beweisung sollte in 3 Tagen da sein. Es geht ums Seekartenscheißdreck. Seit wann das denn? Ja. Wie sollen wir dem die Familiensituation aus? Ja, was willst du jetzt von mir hören? Also, niemand hat keine Familie, Stefan. Weißt du was, ich habe jetzt echt keine Zeit zu. Frohes Fest. Song.